Hallo, meine lieben Genossen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Workers and Resources Soviet Republic. Schön, dass ihr wieder da seid und mit mir gemeinsam hier dieses Spiel anschauen wollt. So, wir sind hier bei... Wo ist das denn? Bei den Bäumen, die irgendwie Wucherpilze haben. Ja, der Zug wird jetzt gleich hier zum ersten Mal ordentlich Ladung verlieren. Allerdings geht da noch mehr. Das heißt, wir müssen die Kiesproduktion so ein bisschen ankurbeln, damit unser Werk da noch mehr abwirft. Denn das Ganze war ziemlich teuer. Da müssen wir auch mal schauen, dass wir da so ein bisschen verdienen. Was im Moment natürlich aufgrund des hohen Invests noch nicht der Fall ist. Und diese Strecke muss dann auch wahrscheinlich irgendwann zweigleisig sein und so weiter und so fort. So, an Dollar kommen wir übrigens ran, wenn wir natürlich an die Dollarstellen verkaufen und so weiter. Alles kein Thema. So, der Punkt ist nur... Ja, also 19 Tonnen, der KMZ 3020 Kipper. Hier wird gerade ja nichts gemacht, das heißt, und hier haben wir auch nichts, was angeliefert ist. Und hier ist, glaube ich, voll, ne? Ne, hier ist nicht voll. Die Frage ist, wie lange muss der Zug dann da warten, dass das hier funktioniert? Oder wir brauchen ein Zwischenlager. Ob wir hier wohl noch ein Zwischenlager hinkriegen? Pass auf, wir versuchen was Folgendes. Wir werden mal den... Ach. Keine Arbeiter. Ja Mensch, was ist denn da los? Also zum Gebäude könnten Arbeiter hin. ...17 Arbeiter ohne Job. Die haben sich ja schon ein bisschen vermehrt, das finde ich gut. Anzahl Arbeiter, Anzahl Schüler. Kapazität 45. Kommen hier jetzt welche raus und aber hallo! Und nach welchem Schema richtet sich das, ob die denn da arbeiten oder nicht? Da kommt der Zug! Alter, ist so geil das Spiel! Jetzt wird gearbeitet, guck! Betrieb ohne Probleme. So, jetzt wird hier fleißig reingeschüttet. Hier läuft die Produktion. Und hier wird jetzt auch Bruchstein hingekippt. Und jetzt haben wir 28 Tonnen Kies. Ja, was ist das hier? Verfügbare Verarbeitungsanlage für Kies. Brauchen die vielleicht noch ein separates Förderband? Es fehlt Bruchstein. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie das genau funktioniert. Deswegen würde ich Folgendes vorschlagen. Wir verdoppeln die LKW-Flotte hier. KMZ-Kipper. So. Kipper. Welcher war das jetzt? War das wirklich der hier? Das sieht so anders aus. KMZ. Na gut, dann nehmen wir halt jetzt auch noch die beiden großen dazu. Und zwar von hier nach hier.
Nein. Hä? Jetzt habe ich den ganzen LKW gelöscht, oder? Okay, nochmal. Von hier nach da. Let go. Okay, so. Also das scheint echt sehr langsam zu gehen. Was wir, glaube ich, da schon mal feststellen können, ist, dass wir sehr viel mehr Ressourcenanlieferung brauchen, als wir da im Verbrauch sozusagen haben, ne? Das ist wahrscheinlich auch hier bei der Baumfarm so. Überprüfen Sie die Gründe. Ja, brauchen Arbeiter, um Bäume zu fällen, aber hier sind auch keine Bäume mehr. Also hier liegen welche rum, aber was machen wir denn jetzt, wenn die Bäume weg sind? Können wir die neu anpflanzen? Nahrung und Ernte. Agrar, Nahrung, Viehzucht. Oh, wir müssen noch Kühe anbauen. Stimmt. Dahinter pflanze ich die wieder zu tief. Was haben, da haben wir ja den Salat. Warte mal, nee, Infrastruktur war es auch nicht. So, Gebäude, bauwirtschaftliche Industrie, Wohngebäude, Bildung. Verschiedene. Bekleidung, Stoff, Kunststoff. Ja, soll ich jetzt hier die Bäume wieder hinstellen oder was? Was kostet denn ein Baum? Kosten die irgendwas? Wachsen die? Ich weiß das nicht. Das geht von ganz alleine. Vielleicht wachsen die, habe ich wieder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier schon mal jede Menge los. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, was sich denn jetzt hier unten ergeben hat. Aktueller Produktionsprozentsatz. Läuft, läuft, läuft. Wir haben schon mal 22 Tonnen Kies und hier haben wir nochmal Bruchstein, der jetzt aber verarbeitet wird. So, der LKW muss warten. Da kommt der nächste. Der hat gerade abgeladen. Da kommt der Zug. Der steht auch dem LKW-Verkehr nicht im Weg. Das ist auch schon mal gut. Jetzt wird der hier beladen. Und der muss warten. Das heißt also, wenn wir noch einen zweiten Steinbruch bauen könnten, wäre das nicht schlecht. Weil dieses Werk wird ja nicht voll befüllt, ne? Muss man erstmal wissen. So, großer Rohstoff. Das Weitere geht es dann ja mit Asphalt und Beton. Für Asphalt brauchen wir aber... Warte mal. Wo ist der Mauszeiger hin? Ah, ich hasse das, wenn das passiert. Der Mauszeiger ist weg. Arrgh. Hallo? So. Bauwirtschaftliche Industrie. Käsegrube. Ach so, da war das irgendwie so, wenn wir hier den Weg vorher hinmachen. Das Problem ist aber, von da irgendwo hin ist doof. Mal hier eine Kieskugel machen. Und zwar hat das Spiel gesagt, wenn wir vorher den Weg hinbauen, ist das besser, das Spiel behauptet. Erinnert ihr euch? Ich kann das ja nicht glauben, aber wir machen es einfach mal.
Kies. Nein, Kies. Ah. Gebäude kann aufgrund der Infrastruktur nicht gebaut werden. Und so wird es ja zu steil. Wissen wir ja eh schon. Ja, und das war sehr klar, ne? Dass das immer so hoch sein muss hier. Guck mal, wie hoch das ist. Da gibt es dein ganzes Geld fast nur dafür aus, den Boden hier anzugleichen. Also das mag ich in der Tat noch nicht so. Da geht er wieder hoch. Aber wir probieren es mal. Ja, es ist... Es ist müßig. Das ist natürlich viel zu steil hier. Da müssen wir Serpentinen runter oder so. Och, Leute. Also ich würde wirklich gerne das auf einer absolut flachen Map spielen. Nicht, weil ich eine Pussy bin, sondern weil das hier absolut nervig ist. Vor allem habe ich auch nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwie langsam bergab geht hier. Was ja eigentlich mal positiv wäre, weil das müssen wir ja irgendwie erreichen. Das ist echt... Nee, Leute, ich weiß nicht. Das ist doch alles Kacke. Vor allem, wenn man so viel Geld dafür ausgibt, das Gelände hier irgendwie anzupassen auch. Wie viel wir da ausgeben? Da können wir komplette Fernzüge verkaufen mit fetten Waggons. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist leicht nervig. Das ist... Verzweifelt mich.
Guck mal da, wie der wieder hochgeht hier. So, ich werde das mal offscreen weiter basteln. Das geht mir echt an die Nerven hier. Euch danke ich fürs Zuschauen, damit ihr nicht genervt seid. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann sind wir auf jeden Fall weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!